Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Barrel Beast. Heute mit etwas sehr, sehr Besonderem. Ah, ihr seht es schon, ihr seht es schon. Es ist wieder soweit. Edition die nächste Abfüllung. Nummer 3 von unserer eigenen Edition. Barrel Beast wurde damals ja gegründet von uns. Wir sind auf der Suche nach geilen Destillen in Kombination mit einem geilen Fass und von uns gemanagt rausgebracht. Das war eigentlich so Ursprungsidee von diesem Kanal. Wir schauen, welche Kombinationen sind gut, welche Fässer interessieren uns. Und das hier ist das dritte Produkt aus allem, was wir bisher in Erfahrung sammeln konnten. Und auch hier, wir haben natürlich gesagt, die ersten 5 haben ein Thema, ja, weil wir schon gemerkt haben, okay, eine Sache reizt uns ja auch besonders gern und das ist Sherry. Und wir bringen das Ganze auf die Spitze. Ja? Das hier ist eine Sherry First Fill Vollreifung. Und damit nicht genug, es sind Octave-Fässer. Das heißt, kleines Fass, kürzere Lagerzeit, weil einfach so viel, unglaublich viele Fassaromen in den Whisky reinkommen. Und ihr kennt es, ne, in dem Sinne, dass dann durchaus Octave-Fässer als Finish benutzt werden. Und wir haben hier eine Vollreifung im Octave. Und zwar, und heute, und deswegen richtig geil, und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist ja der dritte von 5 der ersten Serie, also die Mitte. Ja. Und das ist so ein bisschen wie so ein Kartenhaus. Ne? Hm. Ich meine, der erste war schon brutal geil. Der zweite hatte seine Liebhaber. Manche fanden ihn okay. Ich glaube, viele fanden ihn sehr geil, so wie wir auch. Ich fand ihn sogar besser als den ersten, manche, muss ich sagen. Ja, genau, ich auch tatsächlich. Und jetzt haben wir aber so ein bisschen die Krönung, die Spitze des Eisbergs. Eigentlich die Spitze des Whiskys. Ich will nicht übertreiben. Es gibt sicherlich so auf der gesamten Whisky-Historie der Welt 4, 5 Whiskys, die besser sind als dieser Whisky. Aber der hier, der bringt wirklich, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, wirklich auf den Punkt. Aber warum ist das für uns so? Also für mich weiß ich es sehr genau. Und zwar Palo Cortado Vollreifung. Es ist so eins der ersten Barrel Beaster auch gewesen, die wir hatten. Ne? Palo Cortado hatten wir bei Bunnahabhain identifiziert. Bunnahabhain war das, ne? War super geil. Ja. Da habe ich das kennen und lieben gelernt in der Warehouse-Tasting vor Ort. Mhm. Seitdem immer mal wieder Ausschau danach gehalten und jetzt eben selbst rausgebracht. Aber, und das ist es halt, wenn man das kombiniert mit kleinen Fässern und einem rauchigen Destillat, hast du durch die kurze Lagerzeit einfach auch noch mehr von dem rauchigen Ursprungscharakter dieser Distille. Und das haben wir deshalb mit Coila verheiratet. Ja. So, ich habe kurz mal rein, ne, die Verpackung hat sich jetzt zu den letzten 2 Malen nicht geändert, in dem Sinne, außer, dass erkenntlich ist, dass das der dritte ist. Da ist eine 3 drauf. Ja, das stimmt. Es ist eine 3 drauf, ihr erkennt von außen, dass das der ist. Aber vor allen Dingen ist ja der Inhalt schlagend. Insofern, was haben wir für harte Fakten? Till hat es gerade schon erwähnt. First Fill, Palo Cortado Sherry, Vollreifung, Coila, 8 Jahre. 8 Jahre, vielleicht nochmal eine kleine Sache dazu, das war auch beim zweiten schon so und das zieht sich dann auch bei den nächsten, bei 4 und 5 so durch. Wir haben hier eine etwas längere Laufzeit, wir haben ja auch eine Lernkurve, in dem Sinne, dass wir immer am Ball bleiben und tasten, wie schmeckt er, wann ist der gute Zeitpunkt, um den jetzt abzufüllen. Beim allerersten hatten wir eine relativ im Verhältnis kurze Laufzeit, ja, ne, Lagerzeit. Die Fässer sind hier ein Müh größer. Das allererste waren 50 Liter Fass und die zweite bis fünfte Abfüllung haben jeweils 64 Liter. Und deswegen ist das auch, ich sag mal, insofern für uns interessant, die Lagerzeit musste einfach ein bisschen länger sein, damit er genau diesen Wumms, genau diesen starken Charakter, den wir haben wollen. Denn wir sind hier, ne, ich sag jetzt mal salopp, der Punch, ja, wir sind ne, der Punch, sage ich mal, der das hier auf den Punkt bringt. Und deswegen 8 Jahre in diesem Fall. Ich mache die schon mal auf. Fast stark, 56,3%. Keine halben Sachen. Brett. Das Ganze ist ein Single Cask. Das heißt, für uns auch unser Standard wieder dabei. Bei unseren Abfüllungen, die sind nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Insofern, alles, was ihr hier an Farbe seht, ist das Destillat. Das sind 8 Jahre Vollreif von Palo Cortado. Ich freue mich schon sehr, das Ding jetzt mal zu tasten. Wir haben auch ein paar Aromen, natürlich wie immer. Die Kenner
haben wir schon mal gesehen auf einer Bronzeplatte hier drin angebracht. Vielleicht ist es auch Kupfer, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall auf einer Metallplatte angebracht. Also wir wissen schon relativ genau, wonach das Ding schmeckt. Wir haben es schon mal probiert natürlich, aber es ist ein bisschen her bei mir. Also ich bin jetzt wieder ein bisschen gesettet auch. Oh. Ja, und wenn wir das Ding bestimmen, verdünnen wir das auch manchmal ein bisschen runter, ne? Also wir probieren es erstmal so, gucken dann mal, wie er sich auch ein bisschen länger im Glas verhält. Auch manchmal lassen wir das Ding noch ein bisschen im Fass liegen. Also diese Notes, die wir ziehen, das ist nicht ein Abend, wo wir es machen, sondern wir gucken dann vom Biss, wie sich das Ding entwickelt, welche Note stärker werden, welche Töne ein bisschen zurücktreten. Und so bestimmen wir dann, was eingebrannt wird in diese Verpackung. Und vielleicht zur Stückzahl. Wir haben offiziell 102 Flaschen. Das klingt jetzt mehr, aber dazu muss man Folgendes sagen, speziell bei dieser Abfüllung ist es so, also es ist ja auch keine große Stückmenge, aber wir haben bei dieser Konstellation jetzt den Fall, dass wir diese dritte Abfüllung, das ist jetzt nicht unser Hauptgenre, aber wir sind dieses Jahr noch mindestens auf zwei auch größeren Tastings. Mhm. Zum Beispiel, kleiner Spoiler, wir werden auf Helgoland unterwegs sein und dort wird diese Abfüllung dann auch präsentiert. Ja, fast Premiere feiern, würde ich sagen, ne? Genau, die wird da Premiere feiern und so. Ja. Das haut ziemlich genau hin. Und worauf ich hinaus will, ist, es werden mit Sicherheit nicht 102 Flaschen auf den Markt kommen, weil wir halt einfach fürs Tasting auch einige benötigen. Und insofern sind wir da wahrscheinlich auch eher wieder im 90er, vielleicht oberen 80er Bereich. Nur so zur Einordnung. Aber machen wir gerne. Wir wollen immer, und das werden wir auch dieses Jahr machen, oder dieses Jahr bei dieser Abfüllung machen. Das habt ihr bei der letzten auch schon von uns gesehen. Es wird Samples geben. Das heißt, wer Interesse hat, das zu probieren, wir bieten Samples an und wir sind da auch unbegrenzt unterwegs. Faktisch ist es so, ich sage das mal jetzt ganz salopp, wenn kein einziger Mensch auf dieser Welt eine Flasche kauft, aber alles in Samplen verkauft werden würde, würden wir es machen. Wir haben da jetzt in dem Sinne kein Bestreben, dass alles in Flaschen verkauft werden muss, sondern wir freuen uns natürlich, umso mehr Leute das auch trinken, weil der Sprit, und das ist immer unser Credo, und das wird es auch immer bleiben, wir brauchen uns nicht verstecken, und das Zeug schmeckt gut, sonst würden wir es nicht rausbringen. Wir haben wirklich genug, klingt jetzt schlimmer als es ist, so viele Fässer haben wir jetzt auch nicht, aber wir haben genug Fässer im Petto, dass wir da auch gut selektieren können und die kommen nicht ohne Grund hier raus. Punkt. Ja. Was man auch sagen muss, es gibt unendlich viele Sammler, Bottle-Flipper da draußen. Wir haben es jetzt bei der letzten Edition auch gesehen, dann gibt es da Leute auf dem Markt, die teilen selbst. Mhm. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Bestellt bei uns, ich glaube, sogar günstiger. Ja, das stimmt. Ehrlicherweise, wir rechnen die Verpackung raus. Ja. Und ich meine, wenn man es kauft, zahlt man diese Verpackung mit. Die ist natürlich ein Hingucker, die ist einmalig, aber beim Sample ist sie rausgerechnet. Also wir wollen uns da jetzt auch nicht groß bereichern. So, ne? Das muss man ganz klar sagen. Wir haben noch immer relativ hohe Kosten, einfach weil wir spezielle Fässer haben, die natürlich auch einmalig sind. Es ist wie bei der ersten. Sucht mal bitte eine Vollreifung, Palo Cortado Octave. Gerne auch von Kulila. Ja, genau. Von Ayla am besten. So, such das mal. Das ist sehr, 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 sehr überschaubar. Hier ist sie. Punkt. Und das kostet halt leider Geld, aber das ist natürlich auch wirklich geschmacklich einmalig. Muss man einfach so sagen. Punkt. So, und jetzt genug geschwafelt eigentlich. Ich bin auch schon dabei, wir riechen jetzt mal. Haben wir denn schon was zur Farbe? Hast du mal reingehalten? Reingehalten habe ich immer. So, hier kommt er mal hin. Vielleicht sieht man es. So, also es ist eine dunkle Bernsteinfarbe. Ihr kennt uns, wir sind Farbexperten. auch hier gilt natürlich, der ist außerhalb der Konkurrenz. Ne? Wir werden den nicht benoten. Nee. Aber ganz klare Sache, der trägt nicht umsonst Barrel Beast als Namen. Das ist einfach so. Und vielleicht nochmal eine Sache vorab, für die das Video jetzt hier gucken.
fand ich ganz putzig beim zweiten. Das war nämlich mindestens mal von einem, wenn nicht sogar von zwei, wo ich öffentlich irgendwie in Foren da eine Kommentierung zugesehen hatte. Der ist fast stark. Das ist so. Was wurde da geschrieben? Nee, das, irgendwem hatte das nicht so gefallen, dass er fast stark ist. Ach so. Ja, aber ja, nee. Der ist fast stark. Also, ich meine, wir mögen das. Da halt. Diskutieren wir auch nicht. Das ist nun mal die Oberklasse bei Whisky. Wenn man den Leuten die Entscheidung gibt, verdünnen die das selbst. Können die meinetwegen auch ein bisschen länger im Glas lassen, damit sich das vernünftig legt und mischt. Oder trinken die das fast stark, wie es aus dem Fass kommt. Und ich würde mich immer für fast stark entscheiden. Punkt. Werden wir niemals anders abfüllen. Ja, safe. Also der hier hat eine ganz, ich will nicht sagen dezent, das ist zu wenig, aber der hat eine angenehme Torfigkeit, die da komplett dabei ist. Der hat eine schöne, süße Note aus dem Sherryfass. Und ein Müh, aber ganz leicht so eine ja, ich sag mal Holzigkeit, aber das ist also wirklich ein Müh. Ich finde, es ist so richtig schön ein Geruch wie beim Barbecue, wenn so ein Stück Fleisch kurz davor ist, so zu schmelzen. Man hat das teilweise so, wenn man schon mal so mit ein bisschen fett durchzogenes Fleisch auf dem Grill hatte. Teilweise hat man es bei Wagyu, teilweise hat man es bei, ja, ich würde sagen, sowas wie Burnt Ends. Burnt Ends, gut. Dass es so richtig schön anfängt, diesen Fleischsaft, wenn der austritt, mit so ein bisschen Holzkohle, diesen Geruch von sich zu geben. Das ist einfach ein Traum. Ich habe da wirklich auch, das ist gut, viele Fleischstücke in Sojasauce eingelegt und jetzt werden die, oder Teriyaki-Soße vielleicht eher so ein bisschen. Ja, es ist halt so immer diese Süße. Ja. Fleischig auf jeden Fall. Und ich komme dann aber auch so ein bisschen zu was Süßem. Ich weiß nicht. Vielleicht Schokokuchen. Rumkuchen, irgendwie so in die Ecke. Rosinen. Ach, herrlich. Ganz. Ja, Rosinen, so Rumrosinen, das ist sehr, sehr gut. Ist kräftige, süße. Alkohol ist dabei. Und da streicht das Ganze, finde ich. Ich finde aber, das ist gut eingebunden. Also, es rutscht immer in diese Bewertung rein. Ja, aber der Alkohol ist. Der, ganz ehrlich. Wie viel Prozent haben wir? Ich muss mal 56,3. Das riechst du nicht. Nein, ist ja einfach so. Den Alkohol, der ist überhaupt nicht, gar nicht penetrant. Das ist einfach gut eingebunden, Punkt. Wirklich, ohne irgendwie das schön zu reden. Ich finde, er hat weniger Pfeffrigkeit, ja, als wir es jetzt sonst mal in der Nase hatten. Auch zum Beispiel im Vergleich zum zweiten, ne? Also wem der vielleicht zu, oder dem zu pfeffrig war, der hat das auf jeden Fall jetzt nicht so. Zumindest in der Nase. Ich würde mal tasten. Gerne. Slanchewa. Slanchewa. Geil. Specksparte. Salzig. Burnt Ends haut komplett hin. Ja. Warum haben wir das nicht draufgeschrieben? Ja, das stimmt. Das hätten wir auch so nennen können. Ja, Burnt End, ja, das stimmt. Die Torfigkeit kommt extrem viel stärker als rüber als in der Nase, finde ich. Ja. Das ist dieser Kohlila, verbrannte Kohle. Ah, herrlich. Aber ich hätte, also ich wundere mich, weil, also sonst, wir machen ja häufiger auf diesem Kanal mal so ein Blind-Tasting, wo wir gucken, welche Eiler-Distille ist das. Mhm. Ich hätte eher gesagt, vom Torf, dass es eher Richtung sogar Lagavulin geht als Kohlila. Weil ich finde, er ist ein bisschen torfiger, ein bisschen würziger, ein bisschen kräftiger. Also die Kohlilas, die man sonst so kennt, finde ich fast ein bisschen verhältner. Ich finde, der Torf kommt sehr, sehr stark durch. Mhm. Diese Süße unterstreicht das Ganze. Diese Harmonie, Sherry und Torf, haben wir schon oft genug darüber gesprochen. Gefällt mir hier sehr, sehr gut. Das ist natürlich das Charmante jetzt speziell an Octave-Fässer, ne? Das werdet ihr jetzt beim 4er und 5er nicht bekommen, fairerweise. Aber man kann natürlich, und das ist die Spielweise, die hier besonders gut funktioniert, sehr viel Torf mit sehr viel Sherry kombinieren. Ja. Ansonsten, diese Sherry-Aromen, die hier in so einem 8-Jährigen drinstecken, Palo Cortado,
Die kriegt er aus einem 20-Jährigen vielleicht. Aber da ist dann der Torf halt weg, ne? Da ist dann einfach der Torf durchgenudelt. Und hier habt ihr eine kleine Torfbombe. Wie beim ersten eigentlich. Ah, oh, geil. Und ich mag Kool Ila. Das passt einfach. Jetzt so im zweiten Schluck kommt so ein bisschen mehr Herbe durch. Ich finde, im ersten Step hatte ich vor allem diese beiden vorherrschenden Töne. Das ist einerseits die Torfigkeit, andererseits die Süße. Jetzt kommt so ein bisschen der Mittelstrahl, wie ich sage. Strang. Nehmen wir Strang. Der Mittelstrang. Das ist für mich eine Nussigkeit. Mhm. Also da kommt ein bisschen mehr Herbe, ein bisschen mehr Würzigkeit, ein bisschen Bitterkeit auch. Mhm. Das ist halt wirklich dann Palo Cortado, ne? Also das Palo ist für mich wirklich Richtung Mandel, Richtung Walnuss. Mhm. Und das sticht jetzt komplett durch. Mhm, ja. Also, aber du hast trotzdem immer präsent so eine gewisse Fleischigkeit, die da mitschwingt, ne? Ja. Mhm. Also ich muss mal vorweg sagen, ich bin aber auch halt ein Torfhead, ne? Ganz klar. Ich weiß, das sind einige von euch auch. Aber ohne jetzt den bewerten zu wollen, aber eine Sache, und die finde ich auch immer charmant, das hat aber auch nichts über die Qualität zu sagen, aber das ist so ein Whisky, den könnte ich wieder den ganzen Abend trinken. Mhm. Es gibt auch Whiskys, wo ich nur einen trinke und der ist gut, ne? Und wo ich sage, das reicht mir für heute, aber das ist so einer, der kann man entweder am Ende natürlich bringen, so zu sagen, hier, der ist torfig, der hat Wumms, ne? Den, also was mir ganz charmant hier gefällt, aber also, um den Satz zu Ende zu bringen, aber den kann man halt wirklich gut auch den ganzen Abend trinken. Aber was mir hier besonders gefällt, der ist 8 Jahre in einem Octave und der hat überhaupt nicht diese, also der hat so eine ganz, ganz, ganz leichte Pfeffrigkeit, auch in der Nase war das schon, aber der ist auf den Punkt getroffen. Ja. Muss man einfach mal sagen, der ist nicht drüber. Das finde ich auch, es ist keine Schärfe drin. Also man kann den im Mund haben, man hat dann nicht, würde ich sagen, diese Holzaromatik und man hat auch nicht diese alkoholische Schärfe. Ich hätte nie gedacht, dass der 56,3 hat. Der hat Kraft, der hat Wumms, der hat richtig Punch, aber es ist nicht so, dass der einen Brenn hinterlässt. Ja. Man kann mit dem Ding jetzt nicht gurgeln, würde ich auch nicht machen, ja. Aber das ist einer, wo du es nicht... Es ist unendlich angenehm. Also du kannst das natürlich machen, aber du musst den nicht verdünnen mit Wasser. Ja. Das ist durchaus... Zum Beispiel beim zweiten und tendenziell wird es auch beim vierten und fünften so, dass ich glaube, da mehr Leute sagen, okay, da kann man irgendwie ein Tröpfchen Wasser reinmachen, ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Bei dem habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis. Der ist so rund einfach. Also trotzdem natürlich nicht markant, aber mir gefällt er. Es ist halt, ne, sonst hätten wir ihn nicht rausgebracht. Ist halt einfach so. Aber ich habe den jetzt echt lange nicht getrunken. Ich habe den wirklich... nein, nein, also ich meine, das ist Wochen her. Weil jetzt auch natürlich ein Prozess, ne? Der wird dann gebottelt irgendwann, dann kommt das hier nach Deutschland, das dauert alles. Ja. Bei uns nochmal extra lange, weil wir halt natürlich sonst wie klein bis sind. Bis ja alles mit Verpackung und so fertig ist, ja, ja. Bis dieses Ding hier drin reingelasert wurde, welche Notes wir haben und so weiter. Da geht Zeit nochmal ins Lager. Ja, ja. Ist so. Das ist so. Und das letzte Mal, dass ich ihn getrunken habe, ist halt ein bisschen her, würde ich sagen. Und ich bin wirklich begeistert. Es ist wirklich toll. Ein Highlight für mich ist auch noch der Abgang. Also es gibt viele Whiskys, die entwickeln sich dann nicht. Viele, die klingen einfach nur ab und sind dann verschwunden. Entweder zu kurz, keine Entwicklung oder einfach nicht angenehm. Ich finde, der bleibt sehr lange. Der hat eine kleine Entwicklung noch. Also ich finde, wenn ich das beschreiben müsste, dann ist es, als ob der nochmal so ein bisschen wie Zuckerkristalle, spüre ich. Im Mund, diese Fleischigkeit ist nochmal da und das hält dann an. Torfigkeit, Fleischigkeit, diese wirklich Barbecue-Geschichte bleibt im Mund, zusammen mit so ein bisschen Zucker, mit so ein bisschen Karamell und hat man nicht oft. Ja, also nee, finde ich auch gut. Also den Abgang würde ich jetzt irgendwie so, der ist nicht super lang, der ist auch nicht kurz, der ist wirklich mittellang. Hat natürlich irgendwie so Torfaromen dann auch im Abgang. Und feine Sache. Und jetzt gehen wir auf das ein, was alle von dieser Flasche wissen wollen. Der Preis ist heiß. Was würdet ihr bezahlen? Schreibt es in die Kommentare. Nein, alles gut. Also, nur zur Einordnung.
Die allererste Flasche, die hat Kuhn Ila 130 Euro damals gekostet. Und jetzt ist es so, dass wir durch Inflation und so weiter Preissteigerungen hatten, auch was den Import angeht und. Aber wir bleiben preisstabil. Das haben wir uns geschworen. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, aber es ist wirklich so. 130 Euro kostet diese Flasche, genauso wie die erste. Und ich würde sagen, qualitativ ist das ein Upgrade. Allein von den Fakten, ne? 8 Jahre gereift, spricht jetzt erstmal nicht für die Qualität, aber ich würde sagen, das ist auf den Punkt. Haben wir richtig gut getan. Mhm. Ich würde dann nicht, also ich wüsste nicht länger und nicht kürzer. Es ist ein Kuhn Ila und es ist vor allen Dingen ein Palo Cortado. Ja. Und das ist schon eine Besonderheit, das wisst ihr auch, Sherry. Das ist einmalig in dem Sinne. Und insofern, 130 Euro, können wir uns drüber streiten oder nicht. Aber probiert ihn bitte. Kauft euch zur Not ein Sample. Überzeugt euch. Der wird euch gefallen. Ja. Wir hatten auch das letzte Mal Leute, also das letzte war halt keine, ich sag mal, so bekannte Distille. Ne? Inchgauer hatten wir da am Start mit einem geilen Fass. Haben auch viele Leute mal ein Sample bestellt. Erstmal dem Ganzen eine Chance gegeben, haben dann nachgekauft. Ja. Völlig in Ordnung. Ja, ist völlig in Ordnung. Ja, also probiert es. Zieht's durch. Was halt geil ist, ist Palo Cortado, aber warum machen wir da so ein Bohai drum? Ne? Das sagt nicht jedem was, der vielleicht hier gerade vor dem Bildschirm sitzt. Palo Cortado ist halt ein besonderer Sherry. Ursprünglich konnte man den nicht künstlich kreieren. Es war ein Zufallsprodukt bei einer Herstellung von einem Fino, manchmal auch von einem Oloroso, war eher eigentlich seltener. Und dementsprechend haben sich halt die Bodega-Meister gefreut in Spanien, wenn da mal ein Palo Cortado rauskam. Mhm. Das ist nämlich, wenn sich ein Fino eigentlich entwickelt, dass der kehrt macht und sich eher in Richtung eines Olorosos entwickelt oder eher eines Amontillados. Also eher, ich sag mal, weg vom Trockenen und ist dann so ein Zwischending zwischen einem Trockenen und einem Süßen. Und hat eine Aromatik, die man eigentlich nicht künstlich kreieren kann. Mhm. Also inzwischen werden die Stückzahlen in Spanien relativ groß bei den großen Bodegas. Also ich glaube, vielleicht ist da auch ein Umdenken irgendwie gekommen, dass man es doch vielleicht irgendwie beeinflussen kann. Aber ganz ehrlich, es ist noch immer eine absolute Rarität. Und Palo Cortado in Kombination mit Whisky ist eine noch viel größere Rarität. Ja. Deshalb, viele haben es wahrscheinlich noch nie probiert. Unbedingt mal machen. Um jetzt mal in meinem Sprachgebrauch zu bleiben, der Whisky, um es mal einzuordnen, ne, diese Sherry-Aromen hatte ich ja schon mal gesagt, da könnte der auch einen 20-Jährigen, nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht sind es 15, vielleicht sind es 25 Jahre, aber um so einen Sherry-Aroma reinzukriegen in den Whisky, das braucht eine lange Zeit bei den normalen Sherry-Fässern. Wir haben ja ein kleines Fass. Und der Whisky ist eher in der Kategorie, sorry für meinen Jargon, ne? Peng in die Fresse. Also das ist wirklich, der sagt, hier bin ich und der liefert Aromen ab, auf den Punkt. Es ist nicht so der 50-Jährige, der jetzt noch, wo ich eine halbe Stunde sinniere über einen Schluck und überlege. Ne? Also der bringt einiges mit, der hat auch viele Aromen. Aber es ist mehr so, der bringt es auf den Punkt. Ich finde, der bringt es auf den Punkt. Ne? So kann es schmecken. Und das ist ein Versuch wert. Ja? Also probiert es und ich glaube, ihr werdet es lieben. Ihr werdet es lieben. Ich habe auch kein Problem damit, wenn wir ihn alleine trinken müssen. Das ist so. Ich freue mich auch schon auf die Tastings. Ja, mit dem Ding, mich auch. Also mich würde es wundern, wenn da irgendwer zuckt und sagt, dass ihm der nicht gefällt. Das, klar, es gibt ein, zwei Leute, die sagen, fast stark ist jetzt nicht so deren, dann ist fein. Aber wie gesagt, den kann man auch verdünnen zur Not, tut hier aber überhaupt nicht Not. Geiles Zeug. Gut, 130 Euro, Palo Cortado, Kuhn Ila, 8 Jahre. Ich muss auch mal nachgucken, wie viel Prozent? 56,3. Danke. Und kein insofern, Farbstoff. Ist halt auch geil, ne, diese Farbe. Also das ist auch eigentlich ein Kennzeichen von uns, würde ich sagen. Markenzeichen. Total. Tut nicht Not, die sind alle wie Cola, ne? Hammer. Es ist, kann man sich auch mal in der Sherry-Welt umgucken, ne? Dann kommt langsam raus, oh, war vielleicht kein First Fill. Wir haben immer First Fills in diesen Editions, die wir rausbringen gerade. Also 1 bis 5, alles wird ein First Fill sein. Ja. Alles wird eine geile Sherry-Bombe sein. Ja. Und
auf den Punkt rausgebracht, ja, in Fassstärke. Ja, ja, ja. Also ich freue mich schon auf die nächsten Editions. Ja. Ich bin sehr überzeugt von dem hier. Das wird auf jeden Fall ein Renner, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt auch auf die Whiskey-Base-Bewertung. Und natürlich könnt ihr unter diesem Video auch schreiben, wie ihr das Ding fandet, wenn er bei euch zu Hause ist. Ja, 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 gerne, stark zu. Und wer uns kennt, das ist jetzt die dritte Abfüllung, aber bei jeder Abfüllung gibt es meistens irgendwie eine Kleinigkeit dazu. Und insofern freuen wir uns, und das, die Möglichkeit haben wir dieses Mal, das war vorher nicht so, schon mal ein bisschen anzuteasern, was so auf euch zukommt. Insofern lohnt sich das doppelt. Wer eine Flasche kauft, der kriegt einen kleinen Teaser, was noch so auf euch, na, in der Zukunft noch euch noch erwartet. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ne? Also ihr merkt, und das ist auch wirklich nicht irgendwie geschauspielert oder so, wir sind immer authentisch, hoffe ich zumindest, aber ist halt so. Das Ding, mich hat es überzeugt, auch wieder. Ne? Also es ist jetzt wirklich live und in Farbe. Ich habe den echt lange nicht mehr getrunken. Sehr lecker. Ich freue mich auf den. Genau, für geiles Whisky Zeug wie diesen machen wir das. Ja. Punkt. Hammer. Also wenn ihr da nicht zuschlagt, seid ihr selber schuld. Ganz ehrlich, muss ich auch mal so sagen. Geiles Zeug. Und in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Bis bald.